Dass man Kinder mit Turnen zum Lachen bringen kann, ist für viele sicherlich neu. Aber wie hier deutlich zu erkennen ist, es ist möglich, denn hier wird Sportunterricht zum Erlebnis. Bewegte Sporthalle nennt sich das Projekt der DJK Würzburg, das der langjährige Sportpädagoge Helmut Diener ins Leben gerufen hat. Die ganze Zielsetzung geht ja darauf hinaus, dass wir methodische Wege aufzeigen, die für manchen Übungsleiter und Sportlehrer neu ist, nämlich, dass ich aus diesen Grundbewegungen wie Rollen, wie Schaukeln, wie Klettern, wie Balancieren hier überführe mit einer Grundlagenausbildung zu einer Sportart. Spielerisch zum Leistungssport hinführen, das ist also das Ziel des Zentrums für Erlebnissport und Bewegungsprävention, kurz ZEB. Auf einer Fläche von 15 mal 27 Metern bekommen die Kinder und Jugendlichen in und um Würzburg seit etwas mehr als einem Jahr alles geboten, was das moderne Turnerherz begehrt. Vom Hochseilgarten über Slackline bis hin zur Himmelsleiter können etwa 20 verschiedene Stationen aufgebaut werden, an denen die Kinder selbstständig üben können. Für den Schulsport im herkömmlichen Sinn bringt das eine gewaltige Veränderung. Wenn das Erlebnisturnen stattfindet, ist da kein Druck. Da steht nicht einer da und sagt, du musst jetzt einen Handstand so und so machen oder das Rad wird so und so geturnt, sondern an den ganzen Geräten können die Kinder sich ausprobieren und versuchen, ihren Körper umzusetzen. Das Angebot der Turnhalle, bedingt durch die Geräte, motiviert die Schüler natürlich, diese Bewegungsangebote wahrzunehmen. Und selbst sehr ängstliche Schülerinnen, bei denen merke ich, dass sie sich im Laufe der Zeit trauen und auch Dinge machen, die ich ihnen vorher nicht zugetraut hätte. Man merkt also, der innovative Sportunterricht mit den Bewegungslandschaften fruchtet. Das sehen auch die Kinder so. Wenn die Lehrerin irgendwas sagt, dann muss man das immer ganz genau machen. Und hier kann man einfach irgendwas machen, was man will. Ja, dass man auch mal so einen Sportkick kriegt oder dass man hier auch seine Grenzen erkennen kann. Dass hier halt neuer ist und dass man hier mehr machen kann. Ja, halt mehr Turnen auch. Es ist auch cool, dass die Kindergartenkinder hier sind, weil die sind halt, also wir spielen auch manchmal zusammen und deswegen ist es halt auch schön. Denn die Schüler sind nicht die einzigen, die von diesem Projekt profitieren. Auch Eltern mit ihren Kleinkindern, Behinderte oder eben die angesprochenen Kindergärten nutzen dieses außergewöhnliche Angebot. Und auch wenn sich die ganz Kleinen erst einmal an die Neuerungen gewöhnen müssen, für sie ist die bewegte Sporthalle etwas ganz Besonderes. Das ist zum einen die Abwechslung, dann auch diese Größe, als erstmal die Größe der Halle wahrnehmen, ist für viele Kinder oft nicht so einfach am Anfang. Und dann auch sich mit anderen erleben, mit anderen was zusammentun, neue Erfahrungen machen an Geräten. Das habe ich noch nie vorher kennengelernt, jetzt plötzlich kann ich das. Die nehmen viel für sich mit und gehen so mit dem Gefühl nach Hause, boah, ich habe heute viel geschafft. Und das hat mir Riesenspaß gemacht und ich möchte auf jeden Fall wieder kommen. Gerne kommen auch die Kinder in die Bewegungstherapie wieder, bei der sie spielerisch Aufgaben lösen müssen und so das richtige Verhalten mit ihrem Körper und ihrer Umwelt lernen. Der Kurs ist angelegt als Bewegungsprävention, das heißt, wir wollen versuchen, Haltungsschäden vorzubeugen, wir wollen versuchen, Adipositas vorzubeugen, wir wollen, dass die Kinder sich bewegen und was tun, bevor sie krank werden, bevor Mangelerscheinungen auftreten, bevor Bewegungsstörungen auftreten, bevor sich eine Hyperaktivität einstellt, was auch immer. Nicht zuletzt deshalb ist das Projekt Bewegte Sporthalle auch Teil eines Forschungsprojekts. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Sportwissenschaft der Universität Würzburg wollen die Verantwortlichen eine sinnvolle Veränderung der Lehrpläne für den Sportunterricht sowie der Aus- und Weiterbildung der Übungsleiter erreichen. Dieses Forschungsprojekt, das ist eigentlich das Rückgrat für den zukünftigen Sportunterricht, dass nämlich die Sportlehrer, die auch hier schon tätig sind, aber noch Erfahrung sammeln müssen mit den neuen Geräten, letzten Endes dann dieses Konzept bewegte Sporthalle ausstrahlt in den Sportunterricht an den Gymnasien und Realschulen. Die ersten wissenschaftlichen Aussagen über dieses moderne Konzept können zwar erst in 2 bis 3 Jahren getroffen werden, doch wer weiß, vielleicht wird das Konzept bewegte Sporthalle bis zu seiner Schulzeit schon ein fester Bestandteil des Sportalltags an den bayerischen Schulen sein.